Hi Leute, heute möchte ich euch mal ein kleines persönliches Update geben. Bin ich gerade auf Reisen in Indien, vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mitbekommen. Schaut auch gerne mal auf Instagram, da teile ich immer mehr, auch mal in den Stories. Sei es, was es hier zu essen gibt, was ich hier so unterwegs auf Reisen auch gegessen habe. Und aber auch, was ich hier sonst noch mache. Ich bin hier nämlich gerade in einem Yoga-Center, Isha-Yoga-Center, näher von Coimbatore. Und da möchte ich euch heute mal ein paar Einblicke geben, ja, was sich da so für mich getan hat, wie mein Leben, meine Routinen hier ausschauen im Moment, wie ich es auf Reisen alles mache. So, dann lass uns mal reinstarten. Und zwar, ich wollte schon immer mal nach Indien. Wie du vielleicht weißt, bin ich im Winter öfter mal im Warmen, manchmal 2-3 Monate, um da wirklich einfach mal ein bisschen Sonne, Energie zu tanken und auch die Zeit mal für mich zu nehmen, um Dinge zu reflektieren, um mich in einen besseren Zustand zu bringen, dann kann ich euch auch besser helfen. Und das ist eh immer das Beste, was du machen kannst für deine Mitmenschen, für alle, dass du dich in einen besseren Zustand bringst. Nicht aus dieser Ego-Perspektive heraus, sondern wirklich aus dieser gebenden Position heraus, dann merkst du, was das für dich machen kann. So, viele kommen einfach nicht in der Welt zurecht und wollen auch flüchten, das ist was anderes. Aber es kann eben super hilfreich sein, wenn du dir mal bewusst Phrasen für dich nimmst, in Ruhe, ohne Input, ohne Output, wo du einfach dich nicht ablenkst mit irgendwas. Und so eine Phase ist bei mir jetzt wieder gekommen. Indien stand schon lange, ist halt auf meiner Liste. Und jetzt bin ich 2 Monate hier. Also insgesamt bin ich 2 Monate hier, jetzt 3 Wochen bald. Und am Anfang habe ich erstmal geguckt für den Retreat, weil hier hatte ich auch einen Retreat geplant. Findet jetzt bald schon statt, wenn das Video hier rauskommt, ist er wahrscheinlich schon gerade am Laufen oder sogar schon vorbei. Und ja, da habe ich jetzt erstmal noch ein bisschen vorbereitet, war in Kochi, in der Gegend Kerala erst, mehr südwestlich, Indien unten. Und genau, dann bin ich jetzt gerade nach Coimbatore vorher nochmal, in der Nähe eben ins Isha Yoga Center von Sadhguru, wird der eine oder andere vielleicht von euch kennen. Und ist ein riesen Yoga Center, wird von Volontären geführt und alles organisiert und du kannst hier sogar kostenlos Yoga machen. Du hast hier Tempel und so weiter, da werde ich gleich noch zu kommen. Und einfach wirklich einen Platz in der Natur, super schön hier die Gegend. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund so ein bisschen sieht, ein bisschen leicht neblig, die Berge. Und super grün, super schön, einfach echt eine passende Atmosphäre, um mal runterzukommen. Und ich bin in der Unterkunft ein bisschen vom Yoga-Center entfernt. Ja, ich fahre immer direkt einen Bus oder Taxi, Tuk-Tuk, hin und dauert 10 Minuten, Viertelstunde und ich fahre morgens eben immer hierher. Bin jetzt dann 2 Wochen, werde ich ungefähr jetzt hier sein, dann der Retreat und dann werde ich nochmal 2 Wochen hier sein. Und ich fahre frühs immer hin und dann geht es erstmal in dieses Wasserbecken, ich werde hier mal einblenden. Ja, vielleicht kennst du das auch, wenn du mal gestresst warst. Du duschst dich, du lässt Wasser über dich laufen, du springst irgendwo in den See rein. Boom, erstmal diese ganzen Emotionen sind wie weggewaschen. So oft haftet es noch an so einem. Ja, nicht nur im übertragenen Sinn. So, und nicht nur der Dreck wird so weggewaschen auch. Ja, dein ganzes System wird wieder neu ausgerichtet, wenn du mal Wasser über dich laufen lässt. Also vielleicht merkst du selber, jeder, der nur so ein bisschen hineinspürt, merkt, dass er nach dem Duschen oft, ja, schon merkt, okay, da ist irgendwie so ein bisschen was bei abgegangen an irgendwelchen negativen Emotionen und man ist wieder ein bisschen ausgeglichener, wieder ein bisschen mehr in der Balance. Und da gehe ich eben immer zuerst in dieses Becken, das ist eben auch der Sinn davon, dass man da erstmal wieder ausgerichtet ist und gleichzeitig Wasser, gute Leitung, sage ich immer. Und danach mache ich dann immer Yoga, Körperübungen, meditiere, gehe dort in den Tempel und nehme mir da halt wirklich mal diese Zeit, um ja, zu reflektieren, bewusst. So. Drin, es ist eh schon eine ganz andere Atmosphäre, so wenn du kommst, jeder ist viel achtsamer, wenn du reingehst, jeder verbeugt sich erstmal, macht einen Gruß und
jeder ist irgendwie am Meditieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du irgendwie mal in der Bibliothek lernen warst, während dem Studium oder so. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Oder wenn du in eine Kirche gehst, ist es gleich halt eine Atmosphäre da. Du lässt dich nicht so leicht ablenken. Jeder ist da wirklich fokussiert bei sich. Und das ist halt das Schöne. So daheim wird man dann doch immer wieder abgelenkt, macht irgendwas anderes und nimmt sich doch nicht so wirklich die Zeit. Und hier ist einfach dieses Feld da und man kann da bewusst sich mal die Zeit nehmen. Und das habe ich halt auch genutzt und gesucht jetzt und werde die Zeit auch hier noch weiter nutzen. Ja, und drin sind auch keine Handys oder technische Geräte oder irgendwas erlaubt. Gibt man vorher ab. Und ja, du kannst hier alles im Prinzip auch kostenlos machen. Also du kriegst sogar kostenlose Yogastunden, gibt es auch. Kannst aber auch am Programm teilnehmen. Es dauert ein bisschen, bis man einen Platz bekommt, je nachdem, wie viel gerade los ist. Du kannst auch direkt eben in dem Yoga-Center unterkommen. Und genau, ich habe jetzt am Anfang keinen Platz bekommen, die erste Zeit, weil hier ist gerade auch noch ein Riesenfest, Mahashivatri, am 18. Februar. Da ist nur leider ein Retreat, da werde ich nicht da sein. Ich glaube, wir kommen, ich mag nicht lügen, wenn ich es richtig im Kopf habe, 500.000 Menschen. Also es ist richtig groß. Könnt ihr euch mal Videos anschauen. Ja, Mahashivatri eingeben und ja, da bin ich leider nicht, aber deswegen alles relativ voll. Für danach wollte ich ja auch nochmal hinschauen, wollte ich mir dann noch einen Platz reservieren oder habe jetzt gebucht, das ist eine Anfrage gestellt, dauert eben bis bestätigt wird. Ich hoffe, das klappt dann alles ganz normal und ja. Aber zurück so zum Tagesablauf. Ich werde dann auch nochmal zukommen, wie es mit dem Essen hier ausschaut, allgemein jetzt auch mit dem Essen auf Reisen für mich ausgeschaut hat. Und ja, also einmal war es so, vom Tagesablauf nochmal, um dann nochmal reinzugehen. Also morgens dann erstmal Yoga, vorher ins Wasser rein. Dann gehe ich meistens nochmal raus. Arbeite hier auch natürlich noch ein bisschen. Schicke ein paar Sprachnachrichten an euch, mal kurz E-Mails auf dem Handy. Eher nicht so viel, aber halt Sprachnachrichten, euch mal kurz antworten im Chat. Und die Teilnehmern bei mir. Und genau, einmal in der Woche habe ich noch meine Fragerunde für alle Teilnehmer im Programm bei mir, Wandelpur-Programm. Kannst auch mal auf der Webseite schauen, wenn du auch Unterstützung suchst. Ja, da findest du alle Infos. Und genau, das mache ich noch. Und ja, dazwischen drin einfach wirklich noch ja, euch ein bisschen helfen und Input geben, wenn irgendwelche Fragen da sind. Oder wie jetzt zum Beispiel Videos drehen. Und dann gehe ich nachmittags nochmal rein. Auch wieder erst ins Wasser und ja, dann meditieren und wirklich in diese Stille reingehen. Danach dann fahre ich meistens zurück, esse was und Essen ist schon wieder der nächste Punkt dann. Indien muss ich sagen, war jetzt was Früchte anbelangt echt gut. So, ich weiß noch, wo ich das erste Mal nach Costa Rica bin. Da dachte ich so, weil vorher war ich in Thailand, da hast du alle 10 Meter, übertrieben gesagt, einen Fruchtstand, du findest überall Kokosnüsse und so weiter. Ich weiß nur, in Costa Rica habe ich mir, glaube ich, nach 2 Wochen das erste Mal eine Kokosnuss selber von der Palme geholt, weil du sonst die nicht kaufen konntest. Also Costa Rica, du findest da schon mal Märkte, aber ich sag mal, das ist halt eher wie in Deutschland, ne? Entweder so Wochenmärkte oder die sind halt irgendwo in einem Innenhof. Aber wenn du so auf der Durchreise bist und irgendwie Früchte gerade suchst, hast du schon mal Früchte, aber Kokosnüsse auch echt selten. Aber dabei wachsen sie überall am Straßenrand. Und hier in Indien ist es aber eben anders, auch eher wie in Thailand. Das fand ich echt schön. Du hast überall Papaya, Wassermelonen, Cherimoyas, Dragon Fruit hatte ich hier gesehen, Jackfrucht und ja, Kokosnüsse auch überall und auch junge und alte, also wo ein bisschen dickeres Fleisch schon drin ist, wo man auch mehr essen kann oder dann mehr erfrischende, ganz junge Kokosnüsse kannst du eigentlich aussuchen, die haben eigentlich immer an den Ständen, ja, in jedem Stadium Kokosnüsse da meistens und halt wirklich oft Kokosnussstände und das fand ich echt schon mal gut, das war hier kein Thema mit Früchten und Kokosnüssen, ist man hier eigentlich ganz gut versorgt. Ja, aber ich habe hier relativ simpel gegessen, also wirklich unterwegs, ja, Papaya mal zuerst meistens am Tag, dann, ich hatte noch so ein bisschen Spirulina-Pulver mir mitgenommen, dann hatte ich manchmal einfach Bananen mit ein bisschen Spirulina-Pulver oder ich hatte mir Cashewnüsse dann hier geholt, weil es halt einfach schnell und praktisch war. Ich hatte oft keine Küche jetzt oder hatte jetzt am Anfang immer keine Küche und jetzt auch nicht.
Und genau, dementsprechend habe ich eigentlich nur so simpel Mono oder mal zwei Sachen irgendwie gemischt, Spirulina und Nüsse gegessen. Und ja, das war dann so, wie es hier meistens abgelaufen ist. Einmal habe ich mal, also ich schon, ich glaube, 10 Jahre kein Reis mehr oder so gegessen, aber es war halt nichts sonst da. Und die Gastgeber hatten mich mal eingeladen, bei denen ich war, auch super liebe Menschen. Und hatte dann Curry gegessen mit Reis, so ganz gut geschmeckt, so von der Verdauung her fand ich es auch ganz in Ordnung. Was ich gemerkt habe halt, weil ich sonst eigentlich gar kein Salz esse, so, ich habe das Salz halt sofort gemerkt. So ein leicht dehydriertes Gefühl im Gesicht. Also wenn man mal Salz komplett weglässt, dann wird man da sehr empfindlich drauf, wenn da mal ein bisschen mehr Salz drin ist. Und das habe ich halt gemerkt, okay, nicht so geil. So hat es ganz nett geschmeckt, aber es ist jetzt auch nicht so. Ich hatte dann auch wieder Lust, einfach mehr Früchte zu essen oder mehr Kokosfleisch halt noch. Genau, Salat, ein bisschen Grün habe ich mir immer mal wieder besorgt, beziehungsweise Minze oft. Wassermelone mit Minze oder Papaya hatte ich jetzt auch mal mit Minze probiert, einfach so gelöffelt. Die Blätter dazu, das fand ich auch echt lecker. Und ja, so sah es hier halt relativ simpel aus. Jetzt hier im Yoga Center gibt es auch echt gutes Essen relativ. Es gibt nicht ganz so viel vegane Sachen, auch veganes Eis und so. Aber es gibt hier in Indien halt allgemein auch viel so, weiß nicht, entweder solche Brot-Getreide-Sachen frittiert und so weiter, was ich halt alles nicht so geil fand. Und hier im Yoga Center gab es jetzt halt auch viel vegetarische Sachen mit Ghee und Butter. Aber es gab hier auch im Yoga Center Säfte, super lecker. Karottensaft, also frisch gepresst komplett, dann Pineapple Mint, Ananas Minze und Eschgard Juice, ich weiß gar nicht, was es genau ist, aber also ich weiß es nicht genau, eine Pflanze, eine Frucht, aber ich weiß jetzt nicht, ich habe die noch nicht wachsen sehen, schmeckt aber auch echt lecker und ich hoffe, den Vogel hört man hier nicht so laut, im Hintergrund gerade ein Vogel auf dem Baum oder ich sitze hier gerade unter dem Baum. Und ja, also Säfte gibt's gute, dann, ich hatte jetzt auch mal einen Salat, ja, weil Grün hat mir so ein bisschen gefehlt und dadurch, dass ich keine eigene Küche habe, das war so ein bisschen das Ding, deswegen wirklich so von der Hand in den Mund meistens, sei es jetzt irgendwie Nüsse, dann Kokosnüsse hier eben immer, das macht ja auch gut, satt das Kokosfleisch oder eben die Nüsse, weil dann nur Früchte, ja, auf Dauer so ein bisschen zu wenig mir oder ja, sättigt nicht so lange auch und genau, so habe ich es eigentlich gemacht, meist so zweimal am Tag gegessen, dann eben erst so ein paar Früchte, danach dann Kokosfleisch eventuell und oder halt Cashewnüsse, ja, Groundnuts, Erdnüsse hatte ich hier manchmal jetzt noch. Tja, das war eigentlich mal so grob, also könnt gerne mal drunter schreiben, was euch hier noch so interessiert, was Essen anbelangt. Also so habe ich es halt auf Reisen jetzt gemacht. Es ist halt super simpel. Ja, und einfach dann auch zu transportieren. Bananen eben öfter nochmal. Spirulina habe ich mir dann manchmal drüber gemacht oder die Nüsse auch manchmal mit Spirulina gegessen. Honig hatte ich noch manchmal. Genau, rohen Honig hier. Entweder mit den Nüssen und dann Spirulina noch. Ja, um einfach so ein bisschen Grün, das hat mir hier so ein bisschen eben gefehlt, aber einfach, weil ich keine Küche hatte und dann, ja, weil ich immer noch unterwegs war. Und jetzt hier wollte ich mal ein bisschen mehr wieder. Oder halt dann Minze eben, einfach mal über die Melone, das war schon mal ein Riesenunterschied. Das habe ich gemerkt, genau. Ja, aber das war eigentlich so mal ein kleiner, grober Einblick erstmal für euch. Ihr könnt gerne mal unten drunter schreiben, was sich da noch so genau interessiert, dann mache ich da nochmal ein extra Video zu. Und auch was euch hier im Yoga Center nochmal interessiert. Drinnen darf man leider nicht filmen. Ich werde mal gucken, ob ich so ein paar Aufnahmen bekomme und die hier mit einblenden kann. Oder ihr könnt, ich kann einen Link drunter stellen oder ihr könnt dann selber in die Suchmaschine eingeben. Isha Yoga Center ist das, Coimbatore, wo ich gerade bin. Also kannst du auf jeden Fall bis jetzt sehr empfehlen, wenn man da wirklich mal diesen Raum und dieses Feld haben möchte, um ein bisschen bei sich anzukommen, diese Ruhe für sich zu haben, zu reflektieren, Yoga zu machen, Körperübungen zu machen, sich in einen besseren Zustand zu bringen. Und ja, auch vom Essen ist jetzt auf jeden Fall alles hier gut. Wenn man ja, Früchte mag, frisches Essen bekommt man auf jeden Fall. Und wenn man Curries mag, sowieso. Ja, genau. Ansonsten, macht's erstmal gut. Und bis bald. Schreibt unten drunter, wie gesagt. Und liebe Grüße, sonnige Grüße aus Indien. Ciao.